Das war heute Morgen teilweise eine ganz schön neblige Angelegenheit, aber kurze Zeit später schien auch in Würzburg wieder die Sonne und es gab heute im Tagesverlauf nur einzelne Schauer und Gewitter und denen geht jetzt schnell die Puste aus. In der Nacht bleibt es trocken, stellenweise bildet sich wieder Nebel. Es kühlt auf 16 bis 9 Grad ab. Der morgige Siebenschläfertag bringt uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Abgesehen von einem kleinen Schauerrisiko Richtung Ostsee bleibt es zunächst trocken. Nachmittags müssen wir dann allerdings westlich des Rheins, Richtung Schwarzwald und auch Richtung Alpen mit einzelnen Schauern und Gewittern rechnen. Es wird wärmer. Die Temperaturen erreichen 24 bis 31 Grad. Direkt an der See wird es nicht ganz so warm. Heißt das jetzt, es bleibt 7 Wochen lang so warm und auch recht freundlich? Es gibt ja schließlich einige Bauernregeln zu dem morgigen Tag. Ja, so einfach ist das Wetter nicht. Es wird in der nächsten Zeit schon wieder deutlich gewittriger und ab Mittwoch auch wieder etwas frischer.